Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Spyro Knights. Mit mir dabei ist der Dante, der wieder einmal 69 Minuten zu spät kam. Guten Tag, guten Tag. Ja, ich habe ihm gesagt, das wird ihn sein Leben lang verfolgen. Ich stehe zu meinem Wort und werde jetzt jede Folge jedes Mal sagen, dass er 69 Minuten zu spät kam. Auch wenn wir die letzten 4 Folgen hintereinander aufgenommen haben. Gut. In der letzten Folge haben wir ein neues Schild gekriegt, das haben wir gleich mal, oder habe ich jetzt gleich mal ausgerüstet, er offensichtlich auch. Bomben rüste ich irgendwie gar nicht aus, die benutzen wir gar nicht. Ja, das stimmt, ne? Warum auch? Weil du musst halt stehen bleiben und sie hinstellen und es lohnt sich nicht so. Ja. Pistolen sind viel cooler und jetzt machen wir die Mission für ein neues Schwert und eine neue Pistole. Hier, guckt, den Blaster und Kalibur. Ist richtig heftig, macht zwar keinen Elementarschaden mehr, aber sie ist stark und deswegen stark. Und dann lade ich den Dante ein. Und dann eine kurze Ankündigung. Wir haben ja vor ein paar Folgen mal gesagt, wer mit uns zocken will, soll sich mal bei Dante melden. Wer mit uns aufnehmen möchte, sollte gucken, dass er mindestens genauso weit ist wie wir. Also setzt sich mit uns in Verbindung. Wir klären dann ab, wann und wie weit. Und ihr wisst ja schon. Also ihr wisst, wie es läuft. Wir wollen ja die Mission immer weiterführen und wollen jetzt nicht hier 100 Folgen machen, wie wir euch auf unser Dinger bringen. Wisst ihr, wie ich meine? Das wollen wir ja nicht unbedingt. Oder willst du das machen? Ja, finde ich schon. Ach ja, stimmt. Ich sollte dich auch einladen, sonst kann ich ewig auf dich warten. Ne, ich weiß nicht, also, ja, ist natürlich am besten, wenn wir im Fortschritt ungefähr so weit sind, dass wir zusammenlaufen können. Weil sonst, wenn wir alles normal machen, ist jetzt auch nicht so der Burner, würde ich sagen. Na gut, für uns fürs Let's Play wäre es vielleicht ein bisschen unpraktisch. Wenn ihr natürlich schon weiter seid und mit uns laufen wollt, gar kein Problem. Könnt ihr ruhig machen. So, ja, jetzt sind wir hier in der Mission Lobby. Sobald er aus dem Ladebildschirm ist, geht's auch schon los. Ja, jetzt. Okay. Ein Friedhof. Der Soldat. Klinge der Gefallene. Schauen wir mal. Schauen wir mal, so geht's. Schauen wir mal. So, ja, Klinge der Gefallenen, Friedhof der Soldaten, Tiefe 4. Let's go. Ja. Let's wait and see what the Dante is doing. Oh, wow. Wer hätte es gedacht? Friedhöfe. Regen. Klischee ja. Eines jeden Gamers. Richtiges. Ist ja nicht so, als ob es ein Klischee wäre. Alter, die Blubberblasen hier. Pass auf, die platzen. Obwohl, ich glaube bei Neverwinter beim Friedhof, da regnet es, glaube ich, nicht immer. Keine Ahnung, ich habe Neverwinter nie gespielt, aber pass auf die Blasen auf. Die explodieren und machen Damage. Und was für heftigen Damage. Sehr nice. Sehr nice. Ich glaube, die wollen nicht, dass du auf dem Friedhof... Ich würde die nicht angreifen, weil wenn die hochgehen, kriegst du einen Haufen Damage. Ja, die kommen immer wieder, ne? Also. Ja, eben, deswegen ja. Die platzen, kommen wieder und töten dich dann. Vorsicht, Deckung! Ich fühle mich hier fast wie in Call of Duty, wenn es Artilleriefeuer um einen einschlägt. Mach langsam. Vorsicht! Oh, ein Griever! Vorsicht, ein Haufen Blubberblasen, die uns töten wollen. Lass uns einfach jetzt hier durchschnipfen. So schnell wie es geht. Denn ich habe nicht die Intention zu sterben. Ja. Irgendwie, aua. Vorsicht. Also natürlich, wenn man stirbt, dann überlebt man das nicht. Das ist nicht so gut. Nee, wenn man stirbt, überlebt man das nicht. Das hast du gut erkannt. Ja. Oder? Ist doch so, oder? Ich bin nicht ganz sicher. Oh, fuck, ich habe gerade ein paar Lärm. Ich meine schon. Oh,
Leg up Vera incoming. Blam, 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 blam. Wo muss ich denn? Ah, da. Oh, jetzt hat er mir die. Jetzt hat er mir die Vase aus der Hand geschlagen. Ja. Das ist ja wohl. Juhu, Gegner! Kann ich ja die Vase überhaupt hinwerfen? Ne, da steht ja diese Statue vor. Du musst die Statue hochheben. Aua. Ah. Dante. Ja? Ich würde mal nicht auf deine HP gucken. Alter. Wird gerade voll krass. Warte mal. Komm jetzt, die Tür ist auf. Hä? Ich dachte, ich musste erst die. Ja, Vase du musst die Statue wegwerfen. Du kannst auch dagegen schlagen oder mit der Pistole drauf schießen. Das sind die ganz normalen Räder, die du halt schlagen kannst. Ach so. Aber ich glaube, wir brauchen die Statuen jetzt. Aber ich glaube, ich brauche Leben. Weil ich sehe nicht gerade gesund aus. Scheiß Blubberblasen. Leben. Komm mal mit, die Statuen holen. Jo. Ich sag, komm mit, die Statuen holen. Jo, und er rennt halt irgendwo rum. I'm on my way. Wo ist denn die andere Statue? Unten. Hier nicht. Hä? Ich sehe die gar nicht. Mein Gott, Dante. Du hast die andere Statue doch irgendwo hingeworfen. Ja, die steht da nicht mehr. Oh Gott, du hast es ruiniert. Hä? Wo ist die abgefuckte Statue hin? Ich hab die da ordnungsgemäß auf einen anderen Grabstein gestellt und dann war sie weg. Mann. Aber eine Vase geht ja auch, ne? Nein. So. Geht es nicht. Aber die Statue sieht cool aus. Oh. Warte, aber ich hab ne Idee. Wir nehmen einfach die Statue hier. Scheiß auf die Büsche. Ah, ich bin jetzt nicht gerade in der Stimmung zu sterben. Halt! Du bist angegriffen. Trojaner. Hä? Okay, Du bist angegriffen. Du standst da rum und dann. Ja, jetzt komm da hoch, dass wir da weiterkommen, weil sonst sterben wir gleich wirklich. Ich hab ja die ganze Zeit gewartet. Aber du standst da. Komm her. Okay, greifen wir mal das Pferd an. Beziehungsweise die Fledermaus. Pferd. Okay. Ich mein natürlich das Klavier. Erst ein Trojaner am Leben. Wir müssen den Kristall auf seinem Rücken schlagen. Oh, ja. Lenk du ihn ab, dann kann ich ihn schlagen und hör auf, immer da lang zu rennen, wo ich auf ihn einschlagen will. Okay, er ist gleich down. Er ist down und ich bin auch gleich down. Wenn die Blubberblasen sich nicht gleich verpissen. Down, oh, down, lock ihn down, doch weg, down, nicht down, an die Wand. Down, 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 down. Ich lock ihn mal eben weg, ne? Versuch ihn irgendwo hinzulocken, wo ich ihn locken kann. Okay, der andere hat sich jetzt. Okay, er ist jetzt hier. Okay, ich lock ihn ein bisschen so in der Mitte am besten. Oh Gott, Alter, nein, er hat mich auch. Okay, Alter, der hat mich ja richtig krass. Okay. Von hinten attackieren. Ja. Immer auf diesen lilanen Kristall auf seinem Rücken. Ja. Pass auf die Blubberblasen auf. Ach, den kann man auch töten. Gut. Jetzt. Jo, hat er richtig kassiert. So, jetzt noch ein bisschen nehmen wir noch. Nice. So, jetzt der letzte noch. Letzter. Vorsicht, lebensschenkende Fledermaus. Oh, die, ist die down? Nein, ist sie nicht, da lebt sie noch. Ach, da ist sie. Ich hau sie kurz. Kannst du mal aufhören, jedes Mal, wenn ich auf ihn einhack, in meine Richtung zu laufen? Ich versuche ihn zu dir zu sehen. Ja, schön, das bringt aber nichts, wenn du mir jedes Mal, wenn ich auf ihn einhack, sein Schild in meine Richtung drehen lässt. Ja, Ecke bringt auch nichts. Man kann den Blubberblasen übrigens töten. Ach, man kann die töten. Was ist das? Aber die kommen so schnell wieder. Das ist schon crazy.
Ja, aber es schützt einen kurzzeitig. Stirb jetzt. So, schnell weiter. Schnell nach Hause. Scheiß mal auf den Rest. Ich will jetzt nicht sterben. Ihr noch Nee. geschlossen, herzlich willkommen zum Preisrat mit 10 Crowns diesmal. Lebensenergiekapsel, die bringt mir jetzt auch gar nichts mehr. Gut. So, die Mission haben wir auch abgeschlossen. Gott sei es gedankt, diese Blubberblasen gingen mir auf den Keks. Gut, wir haben Blaster Habe ich und gemerkt. Kalibur. Gleich mal ausrüsten. Nice. Weil Blaster als Waffe 2 ausrüsten. Was tust du, Alter? Was Ja, ich noch? habe gerade hab grad ein paar Krümel auf der Tastatur, die müssen wir eben kurz weg. Kannst du das nicht So. nach einer Aufnahme machen? Ja, stimmt, das kann ich auch machen. So, dann rüste ich das Ganze mal aus. Wir haben hier neu bekommen. Was haben wir denn neu bekommen? Den Blaster und das Schwert Kalibur. Ah, der Woran mich Blaster. das bloß erinnert? Ich weiß es nicht. Als Waffe 2 und einmal, was noch? Kalibo? Schwert. Ah. Mal Hast schon mal neue gemacht. Waffen. Gut, dann würde ich sagen, machen wir noch was. Wir sind erst bei Minute 12. Jo, dann können wir noch was machen. Eine geht noch, eine geht noch rein. Genau. Gut. Aber was machen wir? Missionen. Ich würde sagen, nicht die letzte Quest in diesem Rang. Lass uns eine Expansion. Expansion, ja. Okay, die Expansion kostet Geld. Haben wir nicht. Und die zweite Prestige-Mission können wir auch nicht machen, weil uns dazu die Sachen fehlen. Oh. Gut, und ja, die andere Mission haben wir ja schon gemacht. Wir könnten ja mal eine Runde ins Arcade gehen. Jo, stimmt. Können wir gegeneinander spielen? Ja, das ist das Kolosseum, was du meinst. Ach, Arcade. Ah, ach, Arcade, ja. Warte. Spielmodi, Blast Network. Sollen wir jeden gegen jeden gucken, ob es funktioniert? Oder warte. Lass uns Lockdown kämpfen um die Vorherrschaft. Ich glaube, da brauchen wir, ja, wahrscheinlich Teams. Ah. Und da gerade keiner wartet, glaube ich nicht, dass es gerade geht. Deswegen, ich starte mal eine Arcade-Mission. Eine leichte. Vom Kupferschädeltor. Und sag mal einfach, private Gruppe start. Und dann schauen wir mal, was passiert. Okay, lade Freunde ein, die sich deinem Abenteuer einladen. Ja, das machen wir gleich. Real Dante einladen. Das Uhrwerk. Die Okay, neuen was? Waffen sehen gut aus. Also komm, auf geht's. Eine Runde geht. Jo. Noch haben wir 5 Minuten.
Okay, jetzt weiter. Mal gucken, vielleicht kriegen wir ja coole Belohnungen. Sowas wie einen Haufen Energie. Dass wir Sachen kaufen können, die wir uns sonst nicht kaufen können. Oder wenigstens einen Haufen Crowns, dass wir zum Beispiel die Gildenhalle mal ein bisschen umdekorieren können. Und dann müssen wir ein Regelwerk. Okay, das machen wir aber offscreen. Das müssen wir jetzt nicht im Let's Play machen. Regelwerk. Ja, sowas wie ein Gildenregel. Warum kommt mir diese Map so fucking bekannt vor? Lol. Haben wir den nicht schon gemacht? Ich stehe wieder in der Wand. Ja, aber die haben wir doch schon gemacht, oder? Oh ja. Hey, die werfen schon wieder mit Büroartikeln nach uns. Nicht cool, Jul. Alter, das Schwert, das macht 30 Schaden einfach. 30 Schaden. Oh lol, das macht echt. Wow, lol. Das ist ja ganz anderes Feeling, ey. Oh, der Blast ist auch nicht schlecht. Nein. Wenn du mal den Angriff hältst, Alter, die Blasterkugel, die ist bombastisch. Jo. Geht schon gut ab. Komm, 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 komm. Egal, schon zu spät. Schieß auf das Ding. Mach die Tür auf. Ich glaube gar Oh nicht. Mann. Jetzt muss. Ja, jetzt hast du die Tür wieder zugemacht. Mach die Tür auf, Mann. Sorry. Scheiße, jetzt geht's. Alter. Einmal mit Profis. Ist das zu Ey, viel verlangt? du spielst doch immer mit dem Profi. Mach die Tür auf. Ach, hier. Aha. Mach die nächste Tür auf. Jetzt geht dieses Handgemenge hier aber mal ein bisschen schneller, weil wir einfach ein bisschen OP sind. Ja. Aber nur so ein bisschen. That's right. Deine T. Oh, jetzt konnte ich nicht Deine lesen. Teamfähigkeit ist wirklich bemerkenswert. Das sind diese Büro-Hein- Hey, Heinias. Boah. Wie du einfach mit deiner Blasterkugel fast alle gekillt hast. Hey, jetzt ist nur ein grünes und ein gelbes da. Lol, im Game war gar nichts drin. Doch, das habe ich mir aus Versehen gesnackt. Also. Komm. Alter, der wollte mich mit so einem alten Röhrenbildschirm abwerfen. Aber irgendwie, jetzt läuft's viel schneller mit den neuen Waffen. Ja. Man rusht voll durch, ne? Man hat einfach keinen Respekt mehr vor den Gegner. Boom! Einfach tot. Instant. Come on, let's do it. Aha. Oh, guck mal. Schnipp, schnipp. Wie einfach ganze Gruppen Gegner einfach drauf gehen. Ja, da ist was zu mitnehmen. Dämonisches Selbsthilfebuch, wie man dämonische Zeichen, Symbole zeichnet. Boah, was? Aufgrund kontinuierlich schlechter Leistungen gibt es weder bezahlten Urlaub noch Kaffee im Pausenraum. Okay, ich kündige. Tschüss. Kein Kaffee im Pausenraum. Mit dem bezahlten Urlaub habe ich mich, hätte ich mich abfinden können.
Ich glaube, er hat dich gefrostet. Jo. Ach lol, wenn man die Waffe aufgeladen hat und dabei läuft, ist man auch schneller, ne? Anscheinend. Nein, das ist, weil du so ein Item eingesackt hast. Oh, scheiße. Achso. Was? Kein Rotas? War ja Nö. klar. Schlag sie trotzdem zusammen. Es kann ja sein, dass was Größeres rauskommt. Okay, weiter. Hier geht's wieder raus. Dante? Jo. Bevor wir reingehen, würde ich sagen, machen wir ein Folgenpäuslein und machen dann noch eine einzige Folge. Und bis dahin sind wir dann auch wieder in Haven, hoffe ich mal. Und dann würde ich Jo. sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, auf Wiedersehen. Ciao.